Und da sind wir wieder an der Oberfläche. Wow, ich bin ja völlig überrascht gerade. Also das Spiel ist wirklich... Da haben die Entwickler sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Von der Geschichte her. Das ist wirklich sehr, sehr interessant gestaltet hier. Obwohl das eigentlich nur ein Plattformer ist, so ein Jump'n'Run, ne? So ein schlichtes. Aber es hat wirklich eine super tolle Geschichte und das ist das, was es so interessant macht. Da haben wir wieder ein paar Mädelkicken. Vielleicht wieder Hunde? Sind wieder Hunde hier? Auf jeden Fall da ein riesen Haken. Ja, und hier mal wieder eine... Ah! Alles klar. Naja, wir nehmen die einfach mit. Wer weiß, für was wir sie hier noch benötigen. Alles klar, dafür also Kinder. Er hat ein Kind in der Hand. An der Hand? In der Hand. Und jetzt schleppen sie den Container mit den ganzen Menschen. Ja, jetzt erstmal irgendwo hin, wahrscheinlich zum Arbeiten. Alles klar. Dafür war also dieses Dingens, damit wir uns da verstecken können. Ich guck mal, ob wir die Luke nochmal öffnen können. Nö, da geht gar nichts. Das Telefon können wir auch nicht betätigen und vielleicht mal Notruf rufen oder sowas. Okay, da oben sitzen sie in ihren Büros. Guckt der? Kann der uns sehen? Ich weiß es nicht. Alles klar, wir können hier wieder irgendwas drücken. Damit lassen wir mehr Wasser hinein. Und damit lassen wir Wasser ab. Nee, damit lassen wir Wasser ein und damit lassen wir Wasser ab. Alles klar. Wir schwimmen ja gerade wieder. Kannst du hier nie durch? Ist ja komisch. Ich dachte, wir könnten da jetzt durch. Geht das nur durch, wenn Wasser weg ist oder wie? Ich probiere es mal ganz schnell. Es sieht wirklich andersherum aus, ne? Alles klar. So ist also die Luke dann offen. Ja, leider kommen wir da aber nie hin. warte mal. Ich vermute, dass wir dieses Dingens da brauchen. Alles klar. Das nehmen wir uns jetzt mal. Genau, und schieben das mal hier rüber. Und dann lassen wir nochmal das Wasser ab. Genau so. Ich denke mir mal, dass wir das hier irgendwie benötigen, damit wir dann hier hochkommen. So dürfte das reichen, ne? Ich denke ja. Dass die Leute uns da aber auch nicht sehen. Die gucken aber auch gar nicht, ne? Na Gott sei Dank, du. So, dann lass mal das Wasser wieder ab hier, damit diese wunderschöne Kiste, zack, hier runterkommt. Alles klar. Reicht das denn? Das reicht doch gar nicht. Sollten wir vielleicht noch eine holen? Auf jeden Fall reicht das never, das reicht niemals. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwo eine herbekommen. Ich hatte gar keine mehr gesehen, Mensch. Aber wir gucken uns lieber hier nochmal um. Doch, das ist doch noch eine hier. Oder? Nimmst du die? Die nimmt er gar nicht. Warte mal. Nö. Er nimmt hier keine Kiste mehr. Was anderes sehe ich jetzt auch gerade gar nicht.
Hier das Lukentürchen kriegen wir nicht mehr auf. Warte mal, ist da vorne eine Treppe? Aua, das tat weh. Das tat ziemlich weh. Warte mal, da können wir höchstens nur mit dem Wasser ein bisschen regeln und fuchteln. Das war das gerade so irgendwie. Ja, da geht aber die Tür dann wieder zu. Warte mal, machen wir hier so schnell? Naja, jetzt gleitet sie natürlich komplett wieder hoch. Und da stürzt sie sofort wieder runter. Da geht die Tür dann gleich wieder zu. Mensch, wie kriegt man das jetzt gebacken, sagt mal. Das ist gerade wieder ein bisschen knifflig. Hä? Auch da die Tür schließt sich, das ist ja cool. Und wenn wir die ganze Nacht da schieben, sodass eventuell dann die Tür offen bleibt, dass wir das mit der Kiste irgendwie so handhaben. Aber wie kommen wir denn? Okay, die Kiste ist jetzt da unten. Ja, super. So, Wasser ablassen. Die Türen öffnen sich. Und die Kiste fällt nach unten. Ja, super. Okay, ja, so weit sind wir ja nun auch schon gekommen. Okay, ich probiere es einfach mal, dass ich die Kiste vielleicht... Sind die beiden Kisten ja, die beiden Türen ja miteinander verbunden, dass ich einfach mal die Kiste so lasse. Denn wir kommen ja auch so hier locker rüber. Das ist sehr schön. So, jetzt lasse ich mal Wasser wieder ab. Wasser wieder. Okay, die. Ja. Und so tut sich dann aber auch der Hebel nicht mehr weiter betätigen, ne? Ist ja cool. So, ha, stimmt ja. Ja, so geht es natürlich auch, ne? Aber die Tür ist leider zu. Wir müssen die... Uppala. Etwas... Hä, warte mal. Nee. Ich weiß jetzt wie. Wir müssen die Kiste hierhin machen, dass wir dann genauso, wenn der Wasserstand so ist, dass wir dann da hochkommen und weiter schwimmen können. Und genauso werden wir das jetzt auch machen. Ja, da musst du wieder ein bisschen Köpfchen anstrengen. Aber ist ja alles gar kein Problem. So, wir lassen jetzt Wasser wieder ein. Wie in der Wanne. Ne? Schön voll lassen. Alles klar. So, dass wir die Kiste hierhin platzieren, dass wir dann da hochklettern können. So, dann greifst du dir mal. Alles klar, genau so. So wird es locker reichen. Alles klärchen. So, und jetzt müssen wir den Wasserspiegel nämlich so wieder regeln, dass wir knapp da drüber sind. Alles klar, die Kiste muss erstmal runter. So, und wir müssen jetzt gucken, dass die Tür noch offen bleibt. Okay, jetzt fällt sie zu, jetzt geht sie wieder auf. Okay, wir klettern die Leiter schnell hoch. Genau so. Auf die Kiste und machen einmal einen Sprung und schon sind wir sozusagen im Wasser wieder und schwimmen jetzt hier rüber. So easy eigentlich und man hat wieder viel zu kompliziert gedacht. Wir sind hier drüben angekommen. Das ist sehr schön. Alles klar, jetzt hören wir nämlich auch wieder was. Super. Sind das Bomben oder was sind das hier für Dinger? Für leuchtende Teile? Alles klar, da oben geht's weiter. Ich gucke mich aber hier unten nochmal um. Ah ja. Oh, 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 da sind die Typen.
Oh, oh, oh. Seht ihr die unten links? Da steht noch jemand. Also sollten wir aufpassen, dass wir nicht genau in diesen Wasserabbruch hineinkommen, dass wir einfach mal so platsch runterfallen und dann genau uns dort von denen erwischen lassen. Das wollen wir ja nicht. Okay, die haben sowieso sich verpisst. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Was haben wir denn hier noch so? Ich dachte, wir könnten da raus. Da hoch irgendwie, aber es geht ja gar nicht. Okay, und hier geht es auch gar nicht weiter. Also wir müssen wirklich da runter uns runterfallen lassen. Okay, naja, solange die Typen nicht da sind, dürfte das ja eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ich hoffe, wir sterben nicht gleich wieder. Warte mal, gibt es denn hier irgendwo. Und er ist gleich runtergefallen. Ach du meine Güte. Okay, es geht dort hoch. Ich gucke aber ganz, ganz schnell nochmal nach links. Ihr wisst ja, ich bin so gründlich. Ich muss das alles nochmal nachprüfen. Denn hier haben wir was. Und lassen Wasser. Die leben sogar noch. Die haben wir jetzt befreit, oder was? Jagen die uns? Die folgen uns wieder. Naksch! Ohne Kopf! Ach, der eine plumpst unterhin wie so ein kleines Baby. Ist das süß. Alles klar. Sind da vorne wieder welche? Ich hoffe es nicht. Ja, beschützt mich bitte. Okay, wir haben hier wieder ein Knöpfchen. Da heißt es wieder. Räuberleiter. Und einmal nach oben. Wow. Und nochmal. Wow. Es klappt. Es reicht nicht. Es reicht leider nicht, Jungs. Leider komme ich da noch nicht ran. Was ist denn hier los? Wir kommen da leider so nicht ran. Warte mal. Nee, nee, nee. Nee, das reicht never. Das reicht niemals. Das reicht leider nicht. Ach, sind die süß. Die sind so süß, wie sie nach mir greifen. Oh, guckt euch das an, das ist so putzig. Oh, die Händchen nach oben, oh Gott. Die kleinen Fingerchen. Ach ja, mal wieder sehr süß. So, ja, leider kommen wir da nicht ran. Wir brauchen irgendwie eine kleine Unterstützung, eine kleine Hilfe. Der eine hat wirklich keinen Kopf mehr, ne? Ach, guck mal. Da sind noch hier die Gliedmaßen und so. Wem gehören die denn? Wem gehört der Schenkel da hinten, ne? Alles klar. Ach so, vielleicht sollten wir das nochmal schließen. Ja. Ja, zumindest hat das gut funktioniert. So, meine Lieben, kommt ganz schnell, weil ich weiß ja nicht, könnt ihr schwimmen? Ich habe keine Ahnung. Ah ne, die müssen ja gar nicht schwimmen. Weiter geht's ja sowieso nicht. Sagt mal, wem gehört das denn hier? Wollt ihr gar nicht? Können wir den mitnehmen? Nö. Was hat das jetzt eigentlich gebracht? Ach so. Alles klar, das ist dann überall so, auch hier drüben. Dann wäre natürlich hier die beste Gelegenheit, es zu tun. Wir tun es hier auf der Stelle. Und da sind wir auch hier schon wieder. Sehr schön. Die folgen uns natürlich. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht wieder zu weit nach unten gelangen und einfach runterklatschen. So, wo war denn das Knöpfchen? Das Knöpfchen war hier. Alles klar. Ich denke mal, dass wir uns hier irgendwie ein bisschen abpassen müssen. Wir haben es geschafft.
Sehr schön. Und ich würde sagen, folgt mir, Jungs. Einmal hier durch. Und da sind wieder andere Arbeiter, die sich uns anschließen. Na, kommst du auch noch dazu? Natürlich. Vielleicht befreien wir ja jetzt alle. Na, das wäre ja cool, oder? Oh. Oh, oh, stopp, 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 Jungs. Ihr, würde ich sagen, geht's tief nach unten. Nimmt mich mal bitte hoch. Schaffen wir das? Scheiße.